Schauen wir noch mal nach dem Mordmenü. Das MAM Modern Art Museum. Das dürfte dann auch eine Nummer weiter sein, oder? Das ist nicht das. Nein, das ist Expo. Gucken. Nee, das ist der Zikurat Garten. Okay. Da ist es. Das dürfte das Theater. Nee, das ist es. Ja, MAM. MAM Modern Art Museum. Okay. Das ist halt. Das sollte ja auch irgendwo prominent stehen, ne? Das ist nicht unbedingt prominent, ne? Ah, aber das halt irgendwo mitten reinzubauen, das hagelt uns halt auch komplett die Bilanz runter, weil klar, hier sind halt, ist ein bisschen wenig, wie soll man sagen, wie heißt es? Freizeitmöglichkeiten, weil sie halt da meckern, also ist nicht schön genug für die. Aber eigentlich steht genug drumherum, ne? Also ist, da scheint wohl noch ein anderes Problem zu sein. Es könnte aber auch daran liegen, dass hier keine Querstraße ist und deshalb die gar nicht da rankommen, obwohl doch schon, die kommen hier zu Fuß rüber oder so, also es wäre schon angebunden. Hm. Also wir nehmen auch sehr viele Gebäude damit weg, wenn wir das einfach so reinmachen. Auch gerade hier in dem Bereich wahrscheinlich auch Wohnhäuser. Ja, mal eigentlich mal nachgucken, was da ist genau. Ja, Wohnhäuser. Wir könnten sie hier hinstellen. Das wären Einkaufsmöglichkeiten. Kurz gucken. Ne, warte mal. Das ist nicht das Richtige. Ich bin gewundert, warum das denn hier reingeht. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gebäude wären hier hinfällig. Ich krieg's aber auch nicht hier rein, weil das da zu lang ist für. Also müsste ich es schon hier reinmachen. Es wären aber. Nur in Anführungsstrichen Gewerbegebiete, ne? Ich tue mich da echt schwer, da sowas dann rauszureißen. Aber ich will es schon irgendwo mittig drin haben. Wir stellen es hier hin und reißen halt hier noch den. Mal ganz kurz gucken. Den Park mit weg. Wir könnten mal hinter dem Park noch die, die Gebäude dann. Also, das würde nicht genau bis nach hier hinten ranstehen. Das hier wegmachen. Und jetzt. Stellen wir das hier so da rein und den Rest füllen wir wieder auf mit Wohngebäuden. Genau. Jo, gut aus. Wie gesagt, es bringt keinen Boost mehr für die Leute hier, die hier wohnen, weil die sind schon auf höchstem Level. Hm. Also, gucken wir mal weiter.
Das MAM haben wir jetzt. Dann wollen die bestimmt jetzt irgendwas anderes haben. Bauen Sie Platz der Toten. Ja gut. Das gehen wir hin. Das müsste aber vorne irgendwo sein, ne? Da hat er denn das Street, das ist er. Platz der Toten, genau. Hier hätten wir noch ein bisschen. Hier hinten haben wir auch noch ein bisschen was nachbessern könnten. Weißt du, warte, machen die einfach mit einem neuen. Wenn wir schon so ein Monument stellen, dann sollte der auch das komplett abdecken hier. Rüber auf der anderen Seite, dann können wir die da hinten auch noch. So. So. Nö, so. Ja. Warte. Nehmen wir die an den Seiten und hier auch weg. Dann bleibt das so offen. Wege? Haben wir diese. Okay, so ein. Ach, okay, das ist so eine gekachelte. Ein gekachelter Boden. Hm. Ups. Ja, nee, vielleicht doch nicht. Ja, falscher Baum, aber war das hier mit. Dass wir hier einfach dann den Baum aussuchen und dann, nee, das geht glaube ich nicht mehr. Dann auf die Straße. Ja, doch, doch, war richtig. Ja, ja, war richtig. Guck mal. Aha. Können wir auch Tannen reinmachen. Okay. Oh, das passt aber auch, ne? Das sind Birken, ne? Weißbirke, ja. Warum nicht? Oh, neue Studien. Oh, guck mal hier. 378 neue Studenten. Gut, sind auch ein paar abgewandert die ganze Zeit. Aber gut. Eine Schwimmtrophäe haben wir noch. Attraktivität ist noch mal runtergegangen, aber das ist immer noch renommiert. Da wird sich auch nichts ändern, denke ich. Ja. Doch noch ein bisschen was schick gemacht dann da drumherum. Platz der Toten haben wir jetzt auch. So. Ah, wir haben's. Kernfusionsreaktor. Wie viel hat der? 1000? 16.000. Okay. Megawatt. 16.000 Megawatt. Oh. Hier hinten hin. Und dann würde ich sagen, stellen wir das einfach hier mit dabei. Was kosten die hier zurzeit? 2240 pro Woche. Der kostet pro Woche 8000. Was hat das hier? 22. 4, 6, 8. Das sind die vier hier schon. Das heißt, wir sparen auch nochmal Geld. Die sind auch nochmal 1000. Auch nochmal 3000. Auch nochmal. Hier, ja, die hier sind so teuer wie halt das Kernfusionskraftwerk und dann der Rest ist Ersparnis sozusagen. Pause. Dann reißen wir das mal weg. Ich glaube mit Enter, ne? Ja. Mal gucken, ob man das. Nee,
Ja, das ist schön dekoriert hier hinten. Ich einen stehen lassen sollen und einfach ausschalten, aber dann sind halt die das Symbol aus, das Ausschaltsymbol ist dann halt die ganze Zeit da. Oh, guck mal, kriegen wir aber hier doch schön rein. Oder gegenüber. Machen wir gegenüber. Und hier machen wir einen Park rein. Grüne Energie soll ja auch belohnt werden. das ist... Nee, das ist glaube ich schon der größte, ne? Der hier, ne? Ist das der größte? Der sieht so klein aus. Wahrscheinlich, weil so viel Platz ist. Aber wir hätten ja auch noch diese komisch grüne Lunge. Auch wenn wir da jetzt kein Geld sparen dann damit, wenn wir halt diese grüne Lunge dahin packen. Allerdings hätten wir auch hier freundlicher Stadtpark. Ne, auch zu klein. Die grüne Lunge, genau. Nö. Okay. Dann machen wir lieber eigene Bäume hin oder so. Okay, ich hatte vielleicht noch die Birken drin. Da scheinen sich keine Bäume mehr hin zu sein, noch da an der Seite. Yep. Noch ein paar Tannen rein. Ach, die Straßen da hinten können wir wegmachen. Im Strom aus. Sind wir noch dran? Ja, wir sind noch dran. Ich würde da gerne einen Zaun drum machen. Wir hatten noch irgendwo auch die Zäune, ne? Jo, der sieht gut aus. Dann nehmen wir den. No, eigentlich nicht. Oh, danke. Chicken Booty, hallöchen. Nice to see you. You sound like real hardcore German nerd. not really. I'm fokussiert. Ja. That's okay. Yeah. Ist jetzt auch richtig um.
Ja, nicht unbedingt, ne? Ich werde schon mal an der Seite anfangen. Ja. Wir müssen noch mal so eine kleine Mautstelle oder sowas hinmachen, dass da halt nicht jeder reinfahren darf. Könnte man eigentlich hier vorne reinbasteln. Hallo? Ne, die war aber auch bei den Straßen mit drin, ne? Da. Oh nein. Man sieht es halt so aus, als ob das eine offizielle, ja, so ein, wie nennt man das halt, so ein. Warte, brauchen wir gar nicht. Können wir noch wegnehmen. Wenn ich es gerade richtig gesehen, waren wir sowieso fast an der Grenze, ne, vom verfügbaren Strom. So, und jetzt lassen wir mal laufen. Aber gar keinen Strom und jetzt erstmal anfangen zu laufen. Ja. Jetzt gucken wir nochmal. Jawohl. Und jetzt können wir ins Budget reingehen, wenn ich es finde, da hinten, und stellen den Strom runter. Da. Denn wir brauchen gar nicht so viel. Machen wir auf 50%, mal gucken, was passiert. 4000 Megawatt, brauchen wir mehr? Guck mal, Stromverbrauch sind 1600, also knappe 2000 und wir machen jetzt 4137. Die 137 kommen von Windkrafträdern, die wir noch irgendwo rumstehen haben, von den Verbrennungsanlagen und so weiter, die halt auch noch ein bisschen was machen. Ja. Hier zwischen noch die in den Parkplatz machen. Ist ja irgendwo parken, das können die einfach da vorne parken. Ah. Mal so. Ah, hätten wir eigentlich vorher gucken müssen, wie viel Geld wir da jetzt einsparen. Kostet uns das insgesamt das Gebäude? Okay, vielleicht soll ich auf Strom. Ne, warte, ich wollte hier drauf gehen. Hier. Das kostet uns eigentlich 8000 in der Woche. Kostet uns jetzt nur noch 4000. Genau, 50% runter. Das heißt, wir hatten ja vorher hier die. Wie heißen sie? Hier. Sonnen, heißt es, auf Windsolartürme stehen, 8 Stück. Plus die 3 Geothermie-Kraftwerke. Also das macht schon eine ganze Menge aus, ne? Also die 2240 mal 8 sind schon 17.000 gewesen, also. Oder? Ja.
Ja. Über 17.000 waren es. Plus die 3 Geothermie nochmal. Da kommen wir auch nochmal 3.000 und dazu. Also, das ist schon Wahnsinn. Und da sparen wir jetzt auf jeden Fall richtig Geld. Auch wenn wir hier immer wieder ins Minus rutschen. Aber wir haben ja auch relativ viel gebaut, um das halt dann auch, ja. Jetzt haben wir gespart hier hinten, aber wir mussten sehr viel an Gebäude zusätzlich bauen, als Freizeit und so weiter, die uns halt so, ich sag mal, nicht so viel gebracht haben, weil wir die in ein Gebiet gestellt haben, wo schon alles auf Max-Level ist. Wir haben immer noch nichts für hier. ja. Was denn hier? Nee, die Burg will ich nicht. Ultimative Recyclingfabrik. Eine Klimaforschungsstation. Ah, das sind wahrscheinlich also diese. Hier die grüne Lunge muss ich dafür wahrscheinlich bauen und so weiter. Böhmende Gärten wahrscheinlich. Oder ist das alles hier hinten irgendwo? Boah, Beobachtungsturm. Okay. Was ist ja so teuer. Ein hoher nadelförmiger Turm mit Beobachtungsdeck und einem Restaurant an der Spitze. Okay. Erhöht den Effektradius aller Parks und Plätze um 10%. Auch nicht schlecht. Allerdings auch wieder ein Gebäude, was dann auch wirklich mit rein muss, um den maximalen Effekt zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist halt, hier haben wir den maximalen Effekt schon an den meisten Gebäuden. Tatsächlich hier, ne, könnte man noch was machen. Und sagen, okay, wir stellen es einfach hier hinten hin. Sehr gut. Endlich die Ecke auch richtig schön ausgebaut.